Warum hast du dann mich geheiratet? Hä? Gute Frage. Er gibt jedenfalls nicht die Hälfte seines Geldes für Wein aus. Roman hat so viel Geld, er weiß nicht mal, wofür es ausgibt. Stimmt's? Jedenfalls hat er keine Familie zu erhalten. Aber glaubst du mir, Nico, ein Anleger, der sein Portfolio nicht kennt, ist eher bald kein Anleger mehr? Auf alle Fälle trinken wir zum Abschluss dieses Abends noch was Anständiges. Mit einer Zweigeldfahne lasse ich dich nicht aus diesem Haus. Jungs! Findet ihr eigentlich, dass ich mich gut gehalten habe? Ja. Ich meine, im Vergleich zu den anderen heute Abend. Schatz, du warst, bist und bleibst die Schönste in unserer Klasse. Willst du nicht auch Roman? Ich habe nie was anderes behauptet. Also, Marion hätte ich ja kaum wiedererkannt. Okay, sie hatte eine Schwangerschaft mehr als ich. Aber man kann doch ein bisschen auf sich schauen, oder? Also wenn man sich schon die Haare färbt, dann doch nicht nach alle drei Monate. Was für ein Spießer dieser Lars geworden ist. Ich meine, war der immer schon so? Ich bin seit 27 Jahren verheiratet, aber verliebt wie am ersten Tag. Na klar, weil er nie eine andere hatte. Und bei dir ist es anders? Schatz, ich hatte auch noch ein Leben vor dir, ja? Wenn auch nur ein kurzes. Jedenfalls werde ich zum Abschluss und zum nächsten Matura-Treffen den Wein aussaufen, aussuchen. Ich verlange nicht, dass ihr einen Jahrgangs-Bordeaux aufreißen, aber ein Zweigeld? Und wehe, einer von euch hat ein Foto von mir geschossen, wie ich diesen Fusel saufe. Die Weinbruderschaft würde mich rausschmeißen, wie ich überhaupt drin bin. Wo habe ich denn diesen Burgunder hingetan? Ja, das scheint ein durchaus elitärer Verein zu sein, deine Weingilde. Elitär? Wohl eher nur teuer. Ja, wieso? Was verlangen die? Denk nicht mal dran, Roman. Mit Geld allein kannst du in der Fraternität des Chevalier überhaupt nichts machen. Zuerst mal brauchst du die fünf großen Franzosen in Magnum. Einen Petrus, einen Romane Conti, einen Latour, einen Lafitte und einen Opryon. Alle 100 Parkerpunkte. Na gut, das ist vielleicht mit Geld noch zu machen. Aber dann musst du bei einer Aufnahmezeremonie alle Weine blind verkosten können. Ein Fehler und du bist lebenslang gesperrt. Narzissten mit ausgeprägtem Minderwertigkeitskomplex. Komm, red nicht über Sachen, von denen du nichts verstehst, ja? Außerdem ist es ein Widerspruch in sich, Narzissten mit Minderwertigkeitskomplex. Dann hast du schon alle fünf Weine? Ja, alle. Bis auf den 90er Petrus. Erzähl ihm doch mal, was die Flasche kostet. Ach Gott. Eine Flasche, Roman. Eine Flasche. Pomerol Petrus. Jahrgang 90. In Magnum. Also an die 6500, würde ich sagen. Nee, du kennst ihn? Ja, nicht vom Trinken her, aber ich weiß, für wie viel er gehandelt wird. Ich investiere nicht ausschließlich in Wertpapiere. Ja, das ist der Grund, warum die Fraternität niemals aufnehmen würde. Weil du Wein eben nur als Ware siehst. Also wie deine Häuser und Aktien und Anleihen und was weiß ich, was du alles noch kaufst, ohne sie gesehen zu haben. Jedenfalls verpulvert er kein Monatsgehalt für einen Liter Wein. Ach. Bei dem man nicht mal weiß, ob drin ist, was draufsteht. Ja, das habe ich im Fernsehen gesehen. Die fälschen heutzutage nicht nur Bilder. Da sieht man mal, wie viel Ahnung du hast, Daniel. Einlitrige Bordeaux, wo gibt's denn sowas? Und jetzt will er auch noch unseren Urlaub streichen, damit er sich diese eine Flasche da kaufen kann. Kannst du dir das vorstellen, Roman, den Urlaub? Nachdem er vor 2 Jahren schon für das neue Auto gespart hat, für diesen, na, wie hieß der nochmal? Chateau Bordeaux?
Du bist ja schon fast wieder süß in deiner Ignoranz. Jedenfalls kannst du dir das in die Haare schmieren. Ich fahre dieses Jahr in Urlaub und wenn ich ihn allein bezahlen muss. Bezahlen? Du, wovon? Ich suche mir wieder einen Job. Ja, das ist eine wirklich gute Idee. Ja, solange du dich nicht wieder selbstständig machst und nicht anschließend deine Schulden bezahlen kann. Es hätte auch funktionieren können. Ja. Medienberaterin in Schrems? Klar, okay. Warum nicht? Ich meine, wenn halb Wien zu uns aufs Land gezogen wäre, sicher. So, vielleicht sollte ich jetzt besser nach Hause fahren. Ich habe überhaupt nicht eine Frage. Roman, nicht bevor du mal einen Burgunder probiert hast, ne? Wo habe ich ihn denn hingetan? Daniel, hast du etwa mal einen Wein ausgetrunken? Ja, sicher. Wo ich ihn doch nicht von Cola unterscheiden kann. Also gut, ich bin gleich wieder da, ja? Daniel, du kannst inzwischen die Burgundergläser richten, ja? Du weißt, was die Burgundergläser sind? Das sind die Baufigen. Die Baufigen. Also, nicht, dass du wieder Sektflöten hinstellst. Manchmal hasse ich ihn so. Du hast ihn dir selbst ausgesucht. Wem sagst du das? Ihr wart das schönste Paar der ganzen Schule. Ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat, verdammt. Ich habe gar nie gemerkt, dass du auf mich stehst. Wieso hast du nie was gesagt? Ich bin halt eher der ruhigere Typ, immer schon gewesen. Und selbst wenn ich was gesagt hätte, du hättest dich sowieso für ihn entschieden. Oder nicht? Damals vielleicht. Daniel, bitte. Ich würde ihn für dich verlassen. Ich kann sowas nicht. Oder gefalle ich dir halt nicht mehr? Ich hab's dir gesagt, du bist die Schönste aus der ganzen Klasse. Warum treffen wir uns dann nicht endlich mal? Ich meine, nur wir zwei. Wie lange willst du dieses Spiel denn noch spielen? Welches Spiel? Es gibt kein Spiel. Wir haben so viel getrunken. Das ist alles. Oh Mann. Glaubst du, ich habe deine Blicke nicht bemerkt heute Abend? Und die zufälligen Berührungen. Das hatte nicht nur mit dem Zweigel zu tun. Nico ist mein Schulkollege, mein Freund. Dann sag mir wenigstens, dass du es willst. Wenn du dürftest. Wenn du es als Politiker moralisch vertreten könntest. Ja, Daniel, ich will es. Ich würde dich sogar unheimlich gerne wiedersehen. Das wollte ich schon immer, das weißt du. Ich schäme mich auch nicht dafür. Aber es wird nicht passieren. Doch, Roman. Es wird passieren. Was wird passieren? Roman meinte gerade, er könnte mir einen Job in seiner Partei anbieten. Was? Wow, eine gute Idee. Ein Zusatzeinkommen kann diesem Haushalt nicht schaden. Meinen Segen habt ihr. Also, wo sind die Burgundergläser, Daniel, ha? Bauchigen. Was habt ihr denn getan, während ich weg war? Ja, ich hole sie, die Bauchigen. Wo ist die Küche? So, ja. Schneid doch was von dem Comté auf, ja? Der passt hervorragend zum Wein. Voilà! Claude Duras von Duchac. Jahrgang 1990, ist ein Weltjahr. Ich weiß. Willst du den wirklich noch aufmachen? Na klar, warum nicht? Glaubst du, ich gönne ihn dir nicht, Roman? Einem guten Freund gönne ich alles. Aha. Was soll das heißen? Nichts, ich freue mich einfach nur, zum Abschluss dieses glorreichen Abends von Verlierern diese Flasche hier mit dir zu teilen. Dem einzigen Gewinner in unserer Klasse.
Wieso mal dran riechen? Wer könnte dazu schon Nein sagen, ne? Naja, für mich als Anleger hat er so eben seinen Wert verloren. Ja. Das ist doch der Unterschied. Du kaufst, ich genieße. Mhm. Ich fürchte, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wirklich? Roman? Worauf will ich denn hinaus? Auf meine Weine, die ich in meinem Portfolio habe. Ich weiß auch, dass du weißt, dass ich einen Petrus-Jahrgang 90 besitze. Das ist so der Wein, den du brauchst für deine Weinbruderschaft. Ich habe sogar 3 Kisten davon. Und das ist auch der einzige Grund, warum du mich heute Abend auf diesen Absacker hier eingeladen hast. Roman, 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 Roman. Dir entgeht wirklich gar nichts, was? Bei aller Freundschaft, Nico, ich kann dir nicht, mir nichts, dir nichts, einen Wein für 6.500 Euro in die Hand drücken. Noch dazu einen, der mit Sicherheit den Wert steigen wird. Wenn das ich ihn, will ich doch nicht geschenkt haben, so mir nichts, dir nichts. Bezahl dich natürlich dafür. Dann besorge dir aber eine Weinbörse, wer weiß, vielleicht kriegst du ihn da billig. Das ist ein kleines Problem, Roman, ich habe keine 6.500 Euro. Zumindest im Moment nicht. Ich kann ihn dir nicht schenken. Roman, 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 Roman. Das ist doch immer nur ans Geld denken musst, ja? Denk doch mal an die Zeit, als es noch gar kein Geld gab. Die Zeit vor den Phöniziern. Hat die Menschheit damals keinen Handel betrieben? Ja, Tauschhandel mit Naturalien. Eben. Ich gebe dir etwas, was du haben willst. Und du gibst mir etwas, was ich haben will. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Und du verstehst sogar ganz genau, was ich dir sagen will. Wenn du damit auf Daniel anspielst. Du kannst mit dir schlafen für eine Flasche Petrus. Komm schon, du weißt, dass Daniel auf dich steht, ja? Und du auf sie. Und das schon seit Jahren. Ich weiß es nicht erst seit heute. Also, das ist mein Deal. Eine Flasche Rotwein für eine Nacht mit meiner Frau. Du bist besoffen. Und Daniel weiß das. Spinnst du? Das wird er noch nie erfahren. Nach dieser einen Nacht sind wir quitt. Ich halte dir nichts vor und du hältst mir nichts vor. Sofern du mit dieser Sache leben kannst. Ich kann es. Das ist doch abartig. Wer weiß, was das auslöst. Was ist, wenn sie dich verlässt? Für dich? Daniel würde mich nie verlassen. Das glaube ich nicht. Wieso, hat sie was gesagt? Nein, nein. Aber er sagt, dass ich nicht mehr will nach dieser einen Nacht. Eine Nacht. Nicht mehr, nicht weniger. Ja oder nein? Ja oder nein, wozu? Oh, Daniel. Oh, die Bauchigen. Roman hat mir gerade von diesem Job erzählt, den er dir angeboten hat. In seiner Partei. Weißt du was? Ich finde, du solltest Ja sagen. Outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride with strangers who don't understand how to feel.
cause we're alive. Aber das geht nicht. Wieso denn nicht? Ich meine, wir können uns nicht so sehen. Ein Job in meiner Partei, okay, das geht vielleicht wirklich noch. Hat es dir nicht gefallen? Natürlich hat es mir gefallen. Also, für mich war das einfach unglaublich. Es war wunderschön. Ja, das war's doch, oder? Aber es ändert nichts daran, dass Nico mein Freund ist und dein Ehemann. Wir müssen uns ja nicht jede Woche sehen. Ich will einfach nur, dass wir uns wiedersehen. Versprich mir das, Roman. Genau das kann ich dir nicht versprechen. Heißt das, du hast mich einmal im Bett gehabt und wirfst mich jetzt weg? Wie all die anderen? Welche anderen? Ich verlasse ihn für dich, Roman. Ich meine das ernst. Wir leben doch nur einmal. Die Kinder sind groß. Die werden das verstehen. Ich kann das nicht. Die kennen ihren Vater genauso gut wie ich. Er ist doch mein Freund. Willst du noch Kinder? Darum geht's doch überhaupt nicht. Ja, eben. Du wolltest mich haben und jetzt hast du mich. Hier, alles deins. Bist du noch zugreifen? Ich kann es nicht, das geht einfach nicht. Du hast Angst um deinen Ruf. Stimmt's? Um dein Amt bei deiner Partei. Der saubere Herr Dr. Schneider, der auf allen Plakaten für die hohen Werte von Familie und Moral eintritt, spannt seinem besten Freund die Frau aus. Und das so kurz vor den Wahlen. Das macht dir doch in Wahrheit Angst. Daniel, jetzt beruhig dich wieder. Nico kann jeden Moment heimkommen. Und da kommt er eben! Zu seiner beschissenen Introsinationsfeier. Sofern er die überhaupt bestanden hat. In seinem scheiß Weinclub. Vielleicht
brauchen wir heute ja alle Wodka, um uns niederzuknallen. Statt dem Champagner, den er reingekühlt hat. Reiß dich wieder zusammen. Der bringt uns beide um, wenn der das weiß. Dass wir miteinander im Bett haben. Ach ja? Wieso bist du denn da so sicher? Vielleicht wäre er ja einer Ménage à trois gar nicht so abgeneigt. Was redest du da? Aber auch ein flotter Dreier macht dich nicht gut auf deinem Wahlplakat, stimmt's? Dr. Schneider, ab sofort für offene Liebe. Gott, ich hätte das nicht tun sollen, ich hab's gewusst. Obwohl ich dir rein gar nichts versprochen habe, das möchte ich betonen. Im Gegenteil. Ich habe sogar noch gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Ob ich überhaupt damit umgehen kann. Was hast du drauf gesagt? Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Alles, was zählt, ist der Moment. Das waren deine Worte. Also halt dich bitte dran. Das tue ich ja. Nur, dass in diesem Moment eben alles anders ist als vor zwei Wochen. Das geht aber nicht. Streich es einfach aus deinem Kopf. Wie kann ja mein Mann nur näher sein als ich? Ich kapiere das einfach nicht. Ihm schenkst du eine Flasche Rotwein für 6.500 €. Ich hab's ihm nicht geschenkt. Und mich kannst du nicht mehr treffen. Merkst du eigentlich, wie ich mich hier vor dir demütige? Okay. Wenn das die einzige Sprache ist, die du verstehst. Es ist aus. Okay? Und es tut mir auch leid. Nicht, dass wir es getan haben. Aber dass ich so nicht weitermachen kann, akzeptier das. Und es ist auch nicht, weil ich dich einmal im Leben rumkriegen wollte. Doch. Genau das ist es. Ich habe gesagt, dein nächstes Mal wird es rein aus Loyalität zu Nico nicht geben, aus keinem anderen Grund. Und wenn ich ihm sage, dass ich mit dir geschlafen habe? Willst du mich erpressen? Ich muss mit dir schlafen, weil du ihm sonst sagst, dass du mit mir schläfst? Das ist absurd. Ich könnte das tun. Ja. Aber das wäre das Ende unserer Freundschaft. Wer sagt denn, dass ich dich als Freund noch will, wenn ich dich als Mann nicht haben kann? Ich bin im Schlafzimmer, falls du mich suchst. Im Schlafzimmer? Ja, und was soll ich ihm sagen? Keine Ahnung. Die Wahrheit? Gott, was habe ich mich da eingelassen? Hallo. Wir haben hier auf dich gewartet. Hallo. Was ist los? Wo ist Danielle? Sie ist im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer? Ja, nicht, was du denkst. Wäre ich sonst noch angezogen? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du schon hier bist. Nico, wir hatten einen Deal. Unter Freunden. Und ich halte mich an Deals. Wieso? Was ist passiert? Ich will nicht drüber reden. Sie will mehr von dir, stimmt's? Sie will nicht, dass es mit dieser einen Nacht beendet ist. Habe ich recht? Ja. Ehrlich gesagt, Roman, hätte ich dir das schon vorher sagen können. Ach nein, hättest du das? Ja. Soll ich dir mal was sagen? Langsam kostet du vorher Zuhälter. Wieso? Willst du denn mehr von ihr? Sei ehrlich, ich bin dein Freund. Das glaube ich jetzt nicht. Sie hat recht gehabt. Gott, ist das abgeschmackt. Du wärst deiner Ménage à trois tatsächlich nicht abgeneigt. Du würdest dir einfach noch einmal nämlich abdrücken. Wie eine Prostituierte? Da kommt schon Roman. Zeig mir eine Frau, die 6.500 € pro Nacht verlangt. Ich lediglich etwas gefragt, ob du mehr von ihr willst oder nicht. Nein, will ich nicht und schon gar nicht auf die Art und Weise. Dachte ich mir. Was dachtest du? Dass du sie einfach nur ins Bett kriegen wolltest. Das schönste Mädchen aus unserer Klasse. Zur Erinnerung an die guten alten Zeiten. So, ich gehe jetzt. Ich muss mir das nicht anhören. Von euch beiden nicht. Was ist das für eine Ehe, die ihr da führt? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Stopp, Roman! So einfach ist die Sache leider nicht. Ach nein! Wir hatten einen Deal, schon vergessen. Beide Seiten haben ihn erfüllt. Ich wünschte, es wäre so. Was? Du hast meinen Wein bekommen und ich deine Frau. Wir sind quitt. Und? Warst du zufrieden mit Daniel? Damit bist du ein Masochist? Ja. Ja, ich war sogar sehr zufrieden mit Daniel. Deine Frau, Nico, fickt wie eine Weltmeisterin. Reicht das?
Oder brauchst du noch eine detailliertere Beschreibung? Also gut, du kannst die nochmal haben. Was? Ja, du hast richtig gehört. Ich übergebe dir Daniel für eine zweite Nacht. Aber danach ist Schluss, für immer. Sag mal, habt ihr euch abgesprochen? Nein, Roman, haben wir nicht. Das Problem ist nur, dass du deinen Teil des Deals nicht erfüllt hast. Was faselst du da? Ich habe dir eine Flasche Petrus für deine scheiß Weinverkostung gegeben. 6.500 Euro ja, für eine Nacht mit deiner Frau. Nur, dass du eine völlig intakte, erotische Frau bekommen hast und dich einen Haufen Scheiße. Wie bitte? Er korkt. Der Petrus stinkt wie die Pest. Er hat so einen Korken, dass man ihn bis ins Bordeaux riecht. Ja, halt ihm an einen Rüssel. Wenn du mit deiner Anlegernase einen Korken von einem Rotwein überhaupt unterscheiden kannst. Ja, das stinkt wirklich, Herr Berg. Das sag ich doch. Den kannst du nicht mehr zum Kochen verwenden. 6.500 Euro in Luft aufgelöst. Ich sage, wir hätten ihn nicht aufmachen sollen. Den hätte ich locker weiterverkaufen können, auch mit Korken. Ja, aber ich muss ihn nur mal aufmachen. Zum Verkosten. Ja, bei aller Liebe nicht, und das war nun mal dein Risiko. Das ist der Unterschied zwischen geöffneten Weinen und verschlossenen. Man sieht erst, was drin ist, wenn man sie geöffnet hat. Abgesehen davon, ich hätte mich in Daniel ebenfalls täuschen können. Wie bitte? Ich hatte ihm Glück, im Gegensatz zu dir. Aber dieser Wein da wird nicht besser, indem du mir deine Frau ein zweites Mal zum Tausch anbietest. Du verstehst mich falsch, Roman. Ich biete dir meine Frau nicht nochmal so an. Ich übergebe dir Daniel für eine zweite Flasche Petrus. Nein! Genau genommen verlange ich diese zweite Flasche Petrus sogar. Denn im Gegensatz zu dir habe ich meinen Teil des Vertrags erfüllt. Eine zweite Nacht mit meiner Frau schulde ich dir also gar nicht. Sie ist nichts weiter als ein kulantes Zugeständnis meinerseits. Ich bin im falschen Film. Ja, das habe ich heute auch kurz gedacht. Als ich nämlich diese fünfte Flasche aufgemacht habe und sie roch wie Scheiße. Dann habe ich denen gesagt, aber ich habe die anderen vier doch schon blind erkannt. Es kann ja nur noch der Petrus sein. Du wirst lachen. Es ist gegen ihre Statuten. Ich muss jetzt binnen 24 Stunden mit einer zweiten, völlig intakten Flasche bei ihnen auftauchen und sie nochmal gegen die anderen vier verkosten, bevor die nämlich bis übermorgen zu Essig geworden sind. Sonst ist meine Mitgliedschaft in der Fraternität endgültig im Arsch. Habe ich mich klar genug ausgedrückt, Roman? Du verlangst allen Ernstes, dass ich dir nochmal eine Flasche Petrus schenke für 6.500 Euro. Nein, Roman, ich verlange, dass du deinen Teil des Deals erfüllst. Und ich biete dir als kleinen Incentive dafür ein Goodie, das sich in deinem Portfolio bestimmt so gut ausmacht, wie der Petrus, von dem du anschließend ohnehin noch 16 hast. Weißt du was? Fick dich. Ach so? Kann ich das? Ja, überleg dir gut, was du da sagst. Ohohoho, noch einer, der mir droht. Das muss in der Familie liegen. Womit willst du mich jetzt erpressen? Ich glaube nicht, dass Daniel eine große Freude hätte, wenn sie erfahren würde, dass du sie für eine Flasche Wein erstanden hast. Im Tauschhandel. Ja, eine Flasche, für die du sie mir verkauft hast. Im Tauschhandel. Meinst du, das ist ein Zeichen für eine einträgliche Ehe? Nein, es ist ein einträglicher, seinen Ehemann mit dem besten gemeinsamen Freund zu betrügen. Ha. Was Daniel betrifft, bin ich mit ihr mindestens quitt. Was ich von uns beiden leider nicht behaupten kann. Leck mich am Arsch. Du hast echt einen Minderwertigkeitskomplex. Überleg's dir, Roman, ja? Ich gebe dir bis morgen Mittag Zeit. Ja. Und vergiss nicht, das ist eine Flasche von 17, die du hast. Ja. Daniel! Daniel, komm raus! Daniel! Was ist denn? Und wie ist sie gelaufen, die Weinprobe? Ich weiß, dass du mit Roman geschlafen hast. Was? Komm bitte, streit's jetzt nicht ab, ja? Ich weiß es. Montagnacht vor einer Woche, bei ihm zu Hause. Keine Sorge. Roman hat mir nichts erzählt, ich bin ja beiden gefolgt. Nico, so, sei still und zieh dich an. Jetzt? Hör sie dich an! Hör zu, Daniel. Ich verzeih dir, ja? Ich verzeih dir unter einer Bedingung. Du gehst heute Abend nochmal zu Roman und kommst bis spätestens morgen Mittag mit einer zweiten Flasche Petrus zurück. Und zwar mit einer, die nicht korkt, so wie diese da. Wie du das anstellst, ist deine Sache.
soll das heißen? Du würdest mich für eine Flasche Wein verkaufen? Deine eigene Frau? An deinen Freund? Ich muss sie anziehen, ja? Und was den Petrus betrifft, so ist es ja wohl das Mindeste, was du zur Wiedergutmachung beitragen kannst. Oder siehst du das anders? Bemühungen stellen. Oder anders gesagt, wir lassen uns nicht auf Randthemen ein. Wir lassen uns nicht provozieren, sondern wir suchen die Meinungsführerschaft. Wir... Daniel? Was willst du? Hast du es ihm erzählt? Nein. Falls du von mir was willst, bitte vergiss es. Mir ist die Lust vergangen, auf euch beide. Roman, er weiß alles. Nico weiß es. Er weiß was? Na, das mit uns zwei. Er weiß, dass wir miteinander im Bett waren? Ja, was denn sonst? Na, Halleluja! Das kann man wohl sagen. Und er weiß es auch nicht erst seit heute Abend. Er sagt, er ist mir letzten Montag gefolgt. Bis hierher, bis zu dir nach Hause. Nein! Doch! Ja, woher kann er das gewusst haben? Folgt er dir öfters? Nein, genau das wundert mich ja so. Ehrlich gesagt dachte ich, ich wäre ihm inzwischen vollkommen egal. Du hast ihm doch nicht irgendwas erzählt. Unbewusst, meine ich. Mhm. Ist dir was rausgerutscht? Du meinst unbewusst, so in der Art wie, hey Nico, heute geh ich mit deiner Frau ins Bett. Ups, rausgerutscht. Doch nicht so offensichtlich. Ja, vielleicht hast du es erwähnt. Also von mir hat das nicht, okay? Von mir auch nicht. Und jetzt? Sag, warum bist du gekommen? Falls du von mir was willst, bitte vergiss es. Ich habe kein Interesse mehr. Also Moment mal, ja? Du hast keinen Grund, wütend zu sein auf mich, okay? Ich wurde heute von dir fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel aus Loyalität zu deinem Freund. Ich bin hier die Grund hätte, sauer zu sein. Oder von mir aus auch mein Mann, weil er von uns beiden betrogen wurde. Aber nicht du, Roman, nicht du! Ja, du hast noch immer nicht gesagt, warum du hier bist. Nico sagt, er verzeiht uns für eine Flasche von deinem Wein da. In diesem Petrus. Nein! Er hat mich geschickt, um dir das zu sagen. Mhm. Aber ich habe ihm doch schon eine Flasche gegeben. Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Mein eigener Mann verkauft mich für eine Flasche Wein. Ja. Das ist wirklich ein starkes Stück. Ja, das kann man wohl sagen. Er würde dich für eine Flasche Wein verkaufen. Also was heißt denn da würde? Du gibst sie ihm doch hoffentlich, oder? Du meinst einen zweiten Betrüß? Also entschuldige mal. Diese eine Nacht mit mir, die wird dir doch wenigstens eine Flasche Wein wert sein. Daniel, das sind Magnumflaschen für 6.500 Euro. Na und? Das ist doch immer noch Wein. Traubensaft. Ich aber, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Was habe ich mich da eingelassen? Was hättest du dir vorher überlegen müssen? Roman, hör zu. Wir müssen da jetzt durch. Wir? Hast du gerade wir gesagt? Was hast du damit zu tun? Ich bin hier der nochmal 6.500 Euro auf den Tisch blättern soll. Roman, bitte tu's. Tu's. Tu's Nico zuliebe. Ja, oder tu's für uns alle drei. In Erinnerung an die guten alten Zeiten. Also mal ehrlich, in deinem Portfolio, da sind 13.000 Euro doch ein Klacks, oder?
Ja, und 6.500 davon bekommst du ja ohnehin zurück. Und immerhin hast du dafür ja mich bekommen. Ist das etwa nichts? Ja, und was ist mit meiner ersten Flasche? Wieso kannst du die nicht einfach als Gegenleistung sehen? Ganz einfach. Sie hat gekorkt. Nein. Doch. Hat sie gekorkt? Ja. Das wird er dir doch wohl erzählt haben. Also, Nico ist bei seiner Weinprobe durchgefallen. Vorerst jedenfalls. Aber sie geben ihm morgen Mittag noch eine zweite Chance. Ah, und deshalb will er eine zweite Flasche. Jetzt ist mir alles klar. Sag ich doch. Mein eigener Mann verkauft mich für eine Flasche Wein. Ja. Nur mache ich da nicht mit. Stell dir vor, das kommt raus. Ich könnte mir die Wahlen im Herbst abschminken. Wahrscheinlich würde mich die Partei schon vorher rausschmeißen. Nach allem, was ich mir aufgebaut habe. Nico sagt, er könnte ein zweites Mal akzeptieren, solange ich bis morgen Mittag mit einer zweiten Flasche nach Hause komme. Ist das nicht unglaublich? Ja. Das ist unglaublich. Und du glaubst allen Ernstes, dass ich mich auf einen solchen Deal einlasse? Ehrlich gesagt, nein. Glaub ich nicht. Gott sei Dank eigentlich. Und damit hast du auch recht. Daniel. Gute Nacht. Ich habe morgen einen langen Tag vor mir. Roman, es tut mir leid, dass das alles so gelaufen ist. Mir auch. Ich habe mir das anders vorgestellt, ganz anders. Ich wehre mich auch nicht gegen einen Beschluss. Ich finde nur, er macht keinen Sinn. Für die Zukunft, meine ich. Hm? Ja, nehmen wir an, mein Petrus hätte nicht gekorkt. Dann wäre ich jetzt bei euch Mitglied, ganz unabhängig vom Geschmack dieses Weines. Es konnte ja nur noch der Petrus sein. Und da denkst du im Ernst, ich hätte gesagt, es wäre ein Beaujolais, selbst wenn er nach Fusel gerochen hätte. Eben. Weil? Nach die Statuten, ja, ja, ich weiß. Ja. Ja, ich komme morgen mit einer zweiten Flasche Petrus. Ist kein Problem, ich habe schließlich mehrere davon. Nur, ich muss aufhören, ja? Wir sehen uns morgen. Du bist schon zurück? Ja, was ist? Ja, und wo ist der? Wo ist der Petrus? Na was wohl, er hat ihn mir nicht gegeben. Glaubst du, ich habe ihn auf dem Nachhauseweg ausgetrunken? Was, er hat ihn dir nicht gegeben? Wie du siehst. Was hast du denn zu ihm gesagt? Na, das, was du vorher zu mir gesagt hast. Dass du uns den Seitensprung verzeihst, wenn er eine zweite Flasche rausrückt. Und dann? Ja, dann hat er gesagt, dass er sich niemals auf so einen Handel einlassen würde. Das hat Roma gesagt? Ja. Und im Prinzip hat er ja recht, oder? Und hast du mir auch gesagt, dass ich durchaus noch mal mit mir reden lassen würde, was dich betrifft? Sag mal, wie konnte ich nur je mit dir verheiratet sein? Glaubst du wirklich im Ernst, Roman würde eine Flasche Petrus für mich springen lassen? Für 6.500 Euro? Ja, Daniel, ehrlich gesagt glaube ich das. Na, dann kennst du ihn aber schlecht. Sein Job, sein Amt und sein Geld sind wichtiger als alles andere. Sag mal, liebst du ihn eigentlich? Weiß es nicht. Daniel, ob du ihn liebst? Eine Zeit lang dachte ich, ich hätte mich in ihn verliebt, ja. Er sich in mich. Inzwischen glaube ich, dass er mich einfach nur mal ins Bett kriegen wollte. Ja, das glaube ich auch. Ansonsten wäre auf deinen Vorschlag heute Abend eingegangen. Sag mal, ist dir eigentlich vollkommen egal, was mit mir passiert? Und mit uns? Mit unserer Ehe? Daniel, du hast mich betrogen, ja? Nicht ich dich! Vergiss das bitte nicht!
Aber wir beide sind quitt. Was ich von Roman leider nicht behaupten kann. Okay, und jetzt? Was machen wir jetzt aus all dem? Ja, was wohl? Wir holen uns beide trotzdem diese Flasche. Und du dann? Also wir? Wieso denn bitte wir? Ich spreche hier über unsere Ehe, die gerade zerbricht, und alles, was dich interessiert, ist diese Scheißflasche Wein. Oh, aber wir sollten trotzdem das Beste daraus machen, oder? Du genauso wie ich. Nico, wenn du jetzt wirklich von mir verlangst, dass ich da heute nochmal hinfahre, wegen deinem blöden Petrus. Komm, jetzt lass mich doch mal ausreden, Daniel, ja? Ich hole mir heute Abend diese zweite Flasche und du holst dir heute Abend deinen Job in seiner Partei. Und zwar heute noch. Ja. Ach ja. Ja. Wie willst du das anstellen? Indem ich ihm klar mache, dass ich sonst der Öffentlichkeit erzähle, dass unser Herr Dr. Spitzenkandidat dich für eine Flasche Wein erstanden hat. Nein, dass er dich gekauft hat, bei mir, die Frau seines besten Freundes. Aber das hat er doch gar nicht. Pass auf, was du sagst, Nico, das ist Verleumdung. Auf sowas steht Gefängnis. Nicht, wenn es die Wahrheit ist. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Ich habe Roman nach unserem Klassentreffen vor 2 Wochen angeboten, dass er eine Nacht mit dir verbringen darf, wenn er mir im Tausch dafür eine Flasche Petrus überlässt. Diese da. Aber leider kocht sie eben. Willst du mal dran riechen? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Du willst mich nur noch weiter demütigen. Natürlich ist es wahr. Warum sollte ich es behaupten, wenn es nicht wahr wäre, Daniel? Roman ist auf diesen Deal eingegangen. Es ist ein Deal, wie ihn jeden Tag macht. Eigentlich könntest du sogar stolz auf dich sein. Ich meine, 6.500 Euro. Das ist wie in dem Film von Robert Redford und Demi Moore. Wie hieß du der, Schwein! Du verdammtes Dreckschwein! Jetzt sag, dass er nicht wahr ist! Das habt ihr nicht mit mir gemacht! Doch, das haben wir, Daniel! Und du hast mich betrogen, nicht ich dich! Ich bin unser besten gemeinsamen Freund. Aber wir sind quitt. Was ich von Roman leider nicht behaupten kann. Oder siehst du das anders? Ich werde ihn umbringen. Ich schwör's. Ich bring euch beide um. Davon würde ich abraten dann. So komm weder ich zu meiner Flasche, noch du zu deinem Job. Nee, lass uns das wie 3 erwachsene Menschen bereden. Hm? Wir sind doch Freunde. Komm, zieh den Mantel wieder an. Beide werde ich euch umbringen. Alle beide. Na los, was ist? Komm schon, gehen wir. Entwicklung in einem spektakulären Fall, der die Welt der Weine schon seit Monaten in Atem hält. Der 39-jährige Indonesier Rudy Corniawan wurde heute in New York zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er billige Napa Valley-Weine verschnitt, sie dann zu europäischen Weinen umetikettierte, um sie anschließend weiter zu verkaufen. Für bis zu 10.000 Euro pro Flasche. Daniel, ich hab gedacht, wir... Du Schwein! Oh, Daniel, was soll das denn? Wir haben doch ausgemacht, dass wir das wie erwachsene Menschen bereden. Ich bin immer noch eine Frau, Nico. Ein Mensch mit Gefühlen. Nicht wie ihr.
wenn ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe. Du hast es ihr gesagt? Nee, du hast mich praktisch dazu gezwungen, Roman. Wenn es nach mir ginge, würden wir längst in unserem Bettchen liegen und selig schlafen. Ja, sag noch, ihr habt getrennte Schlafzimmer. Ich weiß nicht, was dich das angeht. Kinder, Kinder, ganz ruhig, okay? Verstehe, dass die Emotionen etwas hochgehen, aber letzten Endes bin doch ich hier der Gehörnte, oder? Ach, hör doch auf! Dir wäre doch scheißegal, wer mit mir schläft, solange du nur zu deinem Wein kommst. Das ist nicht wahr, Daniel. Bei Roman warst du am allerbesten aufgehoben. Erstens, weil ich ihn immer noch als unseren Freund betrachte. Ja, Roman, selbst jetzt noch. Und zweitens bot sich dieser Tausch ganz einfach wegen seiner Weine an. Aber nochmal, ausgesucht habt ihr euch das Ganze. Ich habe lediglich ein Angebot gestellt. Zugegriffen habt ihr. Konnte ich ja nicht wissen, dass er mich nur für eine Nacht will. Verirrst du dich, Daniel? Roman wollte sogar viel mehr von dir. Und das hätte ich nie zugelassen. Also tu ihm bitte nicht Unrecht, ja? Komm schon, Roman, sag ihr, dass du in sie verliebt warst. Was haben wir schon zu verlieren? Ihr lügt mich doch schon wieder an, oder? Alle beide. Daniel. Nico ist mein Freund. Zumindest habe ich das bis heute Abend geglaubt. Und ich wollte einfach nur loyal sein. Nenne ich deshalb altmodisch. Aber trotzdem wollte ich zumindest diese eine Nacht mit dir. Ist das so schwer zu verstehen? Oder hätte ich dir sagen sollen, dass er dich verkauft hat? Ja, ja, das hättest du. Stell dir vor, das hätte mich interessiert. Ja, ihr habt ja sowieso nichts mehr miteinander. Das geht dich einen Scheißdreck an. Ich bin ein Mensch, Roman, und keine Ware. So. Als du als Anleger diesen feinen Unterschied überhaupt verstehen kannst. Kinder, Kinder. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr beide jetzt geht. Wir sollten uns besprechen, wenn ihr euch wieder beruhigt habt. Wieso wir? Wirke ich unruhig? Nein, aber deine Frau! Und daran bist nicht zuletzt du schuld. Hättest du nicht gesagt, dann hätten wir jetzt nicht dieses Theater. Ja, und ich könnte mich für den Rest meines Lebens fragen, warum du nach einer Nacht nichts mehr von mir willst. Aber es stimmt doch nicht, verdammt doch mal! Wie oft noch hörst du mir überhaupt zu? Ich habe allein aus Loyalität zu Nico nur ein einziges Mal mit dir geschlafen. Aus keinem anderen Grund. Ich habe eine Flasche Petrus für dich geopfert, weil ich dich so unbedingt wollte. 6.500 Euro, ist das nichts? Willst du jetzt den Friedensnobelpreis? Das hat keinen Sinn, bitte geht. Tja, leider nicht so einfach, Roman. Ich habe immer noch dasselbe Problem. Ich stehe morgen vor dem Gremium meiner Weinbruderschaft und muss 5 Franzosen auseinanderhalten. Mein Problem, ich habe nur 4. Okay. Deshalb seid ihr hier. Es geht überhaupt nicht um eine Aussprache. Es geht immer noch darum, dass du vielleicht doch noch zu deinem zweiten Betrüß kommst. Das wäre etwas zu kurz gegriffen. Daniel hätte auch gerne noch diesen Job. Was für ein Job? Ja, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, mit einer Partei. Ja, das war doch nur so dahergeredet, es gibt keine Joke. Ja, dann verfindest du eben einen. Daniel träumt schon lange vom Wiedereinstieg. Ich habe nicht einmal das Budget für einen Joke. Dann feuer deinen Pressesprecher und setz Daniel dahin. Denk an die Frauenquote. Im Vergleich zu diesen anderen runzligen Weibern, die sonst in deiner Partei rumstiefeln, ist sie doch der absolute Feger. Verkaufst du mich jetzt schon wieder? Aber willst du diesen Job oder willst du nicht? Na klar bin ich ihn. Genau wie du deinen Wein. Aber nicht um jeden Preis. Keine Sorge, Daniel. Diesmal wird uns Roman beides einfach so geben. Ach so. Würde das der Roman? Würde euch beides einfach so geben? Du sagst es. Ja, und was ist, wenn er das nicht tut, der Roman? Muss ich das wirklich ausführen, Roman? Ich meine, du bist ein intelligenter Mann. In einer exponierten Position. Einer konservativen Partei. Mit christlichen Werten. Ein Mann, der Frau seines besten Freundes gerade sehr, sehr nahe getreten ist. Vielleicht sogar zu nahe. Wer außer Daniel weiß das schon so genau. Und wir alle wissen doch, diese Harvey Weinsteins gibt's nicht nur in der Showbranche. Denk an Donald Trump. Wir wollen doch nicht, dass eine Frau, die wir beide so sehr lieben, plötzlich MeToo in alle Kameras und Mikrofone schreibt. Ihr meint das ernst, oder? Das ist Erpressung. Ich könnte euch anzeigen. Ich könnte euch alle beide dafür ins Gefängnis bringen.
Mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen. Komm schon, Roman, was hast du zu verlieren? Eine Flasche in deinem Keller und eine zweite Flasche in deiner Partei. Mit deren Stelle sie tritt. Eine ausgezeichnete, kultivierte, gut aussehende Pressefrau. Was ist das schon gegen deine Wiederwahl? Okay. Euch ist hoffentlich klar, dass mit diesem heutigen Abend unsere Freundschaft beendet ist. Wir sind ab sofort nur noch Geschäftspartner. Wäre das was Neues? Und dann sind wir uns jetzt einig, oder? Und schon Hand drauf. Ja, komm, Gide, ich will eure Hand sehen. Seht ihr? So macht man heutzutage Deals. Also ich komme dann morgen früh um 10 und hole mir den zweiten Petrus ab. Ja? 10 Uhr, passt dir das? Freut euch nicht zu früh. Merkt euch diese Worte. Freut euch nicht zu früh. Was ist, bleibst du hier? Nein, danke. Ich schlafe heute im Hotel. Und nur, dass du es weißt, sie wollte dich wirklich verlassen. Ja? Für mich? Na los, Daniel! Sag ihm schon, dass das die Wahrheit ist! Herr Wang, Roman Schneider hier. Ja, wieder zurück in Österreich. Sagen Sie, Sie haben sich doch für meine 90er Petrus interessiert. Genau, genau. Ja, ich habe beschlossen, ich werde die Bordeaux komplett aus meinem Portfolio rausnehmen. Ja, ich setze in Zukunft mehr auf die neuen Italiener. Ja, ich könnte nur die Flasche für, sagen wir, 9000 übergeben. Ja, groß, 16 Stück. Ja, einzeln wird's teurer. Herr Wang, ich müsste es nur bis morgen Vormittag wissen. Nur für Sie bin ich jederzeit erreichbar, kein Problem. Herr Wang, gute Nacht. Also guten Morgen bei Ihnen. Idiot. Über die wichtigsten Punkte unseres Parteiprogramms, ja? Ja, bitte gerne. Bei Unklarheiten einfach melden. Danke, wiederhören. Beruht Dr. Schneider denn in Oberhausen? Was kann ich für Sie versuchen? Tut mir leid, aber Dr. Schneiders Terminkalender ist komplett voll. Dürfte ich Sie vielleicht auf das Pressegespräch in 2 Wochen vertrösten? Dann nimmt er sich da gern ausführlich für die Zeit, ja? Wie war nochmal Ihr Name? Herr Pohl vom Volksblatt. Ist bereits notiert, Herr Pohl. Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Was machst du denn da? Ich hänge die Ernennungsurkunde auf von meiner Beinbruderschaft. Sicher nicht hier im Wohnzimmer. Wieso sollte ich sie lieber ins Schlafzimmer hängen? Welches meinst du? Deins oder meins? Ach, komm schon, Daniel. Wenn es nach mir ginge, können wir gerne wieder zusammen liegen. Ach ja. Du, Daniel, dein Hähnchen gestern Abend, das war, also, das war wirklich der Hammer, echt. Danke, Nico. Es freut mich. Komm schon, Daniel. Wie viele Männer könnten so einen Seitensprung schon verzeihen? Auch wenn sie ihn selbst eingefädelt haben. Ja, weil ich mir vollkommen egal bin. Das ist doch Blödsinn. Letzten Endes stehen wir doch beide viel besser da als vor einem Monat. Ich meine,
Daniel, ich könnte uns eine Flasche Wein aus dem Keller holen. Fraternität der Chevalier, dein Mann! Solche Augen haben die gemacht. Es war doch immer am schönsten, wenn wir gestritten haben. Und dazu einen kräftigen Roten? Das hat dir doch immer am allerbesten gefallen. Du, ich könnte uns einen Latour aufmachen. Wirklich, im Ernst, das würde ich. Ist das der mit dem Türmchen auf dem Etikett? Genau. Warum kennst du dich so gut aus? Den habe ich gestern für das Coq au Vin genommen. Wahrscheinlich hat es dir deshalb so gut geschmeckt. Du hast den Latour. Spinnst du? Das sind 500-Euro-Flaschen! Ich weiß. Für meinen Liebsten nur das Allerbeste. Oh, was soll dieser Blödsinn, Daniel? Ich weiß auch so, dass du noch sauer auf mich bist. Solche Aktionen bringen uns auch nicht wieder näher. Wer sagt denn, dass ich das will? Nico, mir gehört exakt die Hälfte von allem hier in diesem Haus. Das beinhaltet auch deine Weine. Genau genommen hätte ich also das Coq au Vin gestern auch allein essen können. Ich habe dich aber gnadenhalber mitessen lassen. Na gut, also wie lange soll das noch so weitergehen? Ganz einfach. Bis unsere Waage wieder gerade steht. Unsere was? Waage. Ich war bei einer Therapeutin. Na super. Sie sagt, dass ich dich in meinem Innersten trotz allem immer noch Liebe. Erstaunlich, oder? Ja, ich meine, nein. War irgendwie auch gut, findest du nicht? Sie meint, dass wir erst wieder eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen können, wenn sich unsere gegenseitigen Verletzungen die Waage halten. Ja, wo ist denn da die Waage? Ich meine, du hast mich betrogen. Roman hat sogar gesagt, du willst mich für ihn verlassen. Weißt du, was das für ein Schock für mich war? Das hätte ich dir nie zugetraut. Ja, weil du ein grenzenloser Narzisst bist. Genau. Und deshalb stehen wir jetzt alle drei besser da als vor einem Monat. Besser da? Ja, du hast einen Job, ich habe meine Mitgliedschaft in der Fraternität und Roman hat eine ausgezeichnete Pressefrau. Du bist sogar noch attraktiver geworden, seit du wieder arbeitest. Irgendwie aufregender und selbstbewusster. Sogar für mich, das gebe ich offen zu. Danke, Nico. Schön für mich. Komm schon, Daniel. Aber lass uns doch noch mal von vorne anfangen, oder? So ganz ohne Waage und Therapeutenquatsch. Ach ja, du meinst jetzt, wo du endlich Mitglied in deinem Weinclub bist? Wo deine erste Priorität erledigt ist und du wieder Ressourcen frei hast für deine Ehe? Tut mir leid, Nico, aber so leicht geht es nicht. Sag mal, dass wir auseinandergedriftet sind, ist nicht alleine meine Schuld. Ja, dazu gehören schon zwei. Wir haben einfach die Wertschätzung füreinander verloren. Dabei finde ich dich immer noch so toll wie am ersten Tag. Ehrlich. Und wann hast du schon mal zu mir gesagt, dass du mich gut findest? Mich, einen Lehrer. Wir Männer brauchen das auch. Sogar noch viel mehr als ihr Frauen. Und so schlecht war ich nicht als Ehemann und Vater. Narzissten mit Minderwertigkeitskomplex. Da, willkommen im Club. Wie heißt es, du überlegst es dir nochmal? Daniel, ich liebe dich nämlich auch wirklich noch. In meinem tiefsten Inneren. Dazu brauche ich keinen Therapeuten. Therapeutin. Die Urkunde kommt aber trotzdem nicht ins Wohnzimmer. Hängt sie von mir aus in den Weinkeller. Ja, aber das sieht sie doch niemand. Oh, mit dem Narzissten in dir seid ihr schon zu zweit. Ja, gut, aber nur wenn du mir versprichst, dass du nicht wieder meine Latour verkaufst, ja? Unsere Latour. Soll ich uns nicht da ein Fläschchen mit draufbringen? Na, ein kleines Fläschchen. Büro Dr. Schneider, was kann ich für Sie tun? Ja, geht zum einen Pressetermin. Tut mir leid, aber Dr. Schneider ist im Moment nicht hier. Darf ich ausrichten, wer angerufen? Kriminalpolizei. Um was geht's denn?
Ein Geschäft mit Wein. Ja, natürlich. Oberhauser, Daniel Oberhauser. Aha. Ja, dann danke ich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist kein neuerlicher Versuch, dich ins Bett zu kriegen. Ich möchte lediglich ein gutes Glas Wein mit dir trinken. Schau mal, was ich hier gefunden habe, Daniel. 2004er Chateau Roux. Was ist? Ist was passiert? Nein, alles okay. Ich kenne dich doch. Hast du wieder mit deiner Therapeutin telefoniert? Die Kriminalpolizei hat angerufen. Auf dem Handy der Partei. Ja und, was wollten Sie? Sie sagen, es geht um einen Deal mit Wein, den Roman unter Zwang abgeschlossen hat. Mhm. Und Sie kannten meinen Namen. Du arbeitest doch erst seit 2 Wochen für die Partei. Offensichtlich hat Roman meinen Namen erwähnt. Großer Gott! Haben Sie meinen Namen etwa auch erwähnt? Oh, danke, Nico, danke. Danke für deine Solidarität. Na, haben Sie jetzt oder haben Sie nicht? Nein! Was aber nicht heißen muss, dass Sie deinen Namen nicht auch kennen. Wir haben ihn unterschätzt. Er hat uns ja gerade noch gewarnt. Wir können nur froh sein, wenn kein Tonband mitgelaufen ist. Weißt du überhaupt, was auf Erpressung steht? 5 Jahre und mehr! Moment mal, du hast ja mich überredet, doch mal zu ihm zu fahren. Ja, und du bist mitgefahren. Wir stecken also beide mit drin. Ja, und jetzt? Daniel, vielleicht ist es genau die Prüfung, die wir beide jetzt brauchen. Als Paar, meine ich. Deshalb müssen wir jetzt zusammenhalten, genauso wie früher. Wir müssen uns in allem komplett einig sein, was wir gesagt und getan haben. Das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut, dass er seinen Ruf dafür aufs Spiel setzt. So kurz vor den Wahlen. Das ist gerade unsere Chance und das Ganze ist nichts als ein verstecktes Angebot, das uns macht. Ein Angebot? Ja, wir versprechen ihm, dass wir der Öffentlichkeit nicht erzählen von eurer gemeinsamen Nacht und er zieht die Anzeige zurück. Und wir bezahlen natürlich seine beiden teuren Beine. Ja, aber dann hätte ich ja gratis mit ihm geschlafen. Daniel, dieser Mann kann uns ins Gefängnis bringen. So weit würde er doch nicht gehen. Wir haben gedroht, ihn zu ruinieren. Vielleicht hat er das alles nur erfunden, dass er zu seinem Geld kommt. Und sobald er es hat, zieht er die Anzeige wieder zurück. Vielleicht will er ja zur Abwechslung mal uns ruinieren. Daniel, du wirst es herausfinden. Ich? Viel Glück. Ja, endlich. Wollen wir den Text noch mal durchgehen? Ah ja, den Text, den können wir später noch besprechen. Es gibt etwas Wichtigeres. Wieso? Bist du allein? Ja, wieso? Was ist denn? Ja, ich will das lieber erst mit dir besprechen, ohne Nico. Und ich möchte das Ganze möglichst rational behandeln. Jetzt rück schon raus damit. Ich hatte in den letzten Wochen Kontakt mit der Kriminalpolizei, leider. Schuld daran seid allein ihr zwei. Wir? Ja. Nico und du, ihr beide habt das Ganze praktisch erzwungen. Das wäre sonst alles noch beim Alten. Ich glaub's nicht. Du hast es wirklich getan. Was? Okay, Roman, machen wir es kurz, ja? Was willst du? Geld? Deine beiden Weine, die zahlen wir dir natürlich. Wir legen auch noch was drauf. Ja, ich bin auch bereit, meinen Job bei dir wieder aufzugeben, obwohl er mir wirklich Spaß macht. Ja, wenn du sonst noch was von mir willst, bitte. Was redest du da? Wir wollen einfach nur, dass du deine Anzeige zurückziehst. Welche Anzeige? Es war ein schrecklicher Fehler von uns, dich zu erpressen. Es gibt keine Anzeige. Es gibt keine Anzeige. Ja doch, aber gegen mich. Sagt dir der Name Rudy Kornilovan etwas? Nein. Sollte er? Ja, dir vielleicht nicht, aber Nico. Der ist Weinhändler. Besser gesagt, er war Weinhändler. Jetzt sitzt er seit einigen Monaten im Gefängnis. Ja, und? Ja, dieser Mann hat Weine verkauft, sehr teure Weine, die teuersten, hauptsächlich Franzosen, von da nur die größten Namen. Romane Conti, Margaux, Lafitte, Petrus. Jetzt komm doch endlich zur Sache. Ja, nur, dass es keine echten Petrus waren oder Margaux oder Lafitte, er hat sie gefälscht. Zusammengepanscht aus dem billigsten amerikanischen Fusel, aus dem Napa Valley. Für $10 das Stück und dann hat er sie weiterverkauft, für tausende Dollar. Aber das ist doch nicht der, von dem ich euch erzählt habe. Der aus dem Fernsehen! Der aus dem Fernsehen! Genau der. Ja, und was hat das Ganze mit dir zu tun? Ich war einer seiner Kunden. Der Wein von Nikos Weinprobe, der stammt von Rudi. Der aus dem Fernsehen? Der aus dem Fernsehen. Moment mal. Aber Nico hat ihn doch blind erkannt bei der Weinprobe. Also muss er doch echt sein.
Naja, vielleicht haben wir den Nuschis vom Weinclub beim zweiten Mal einfach so durchgelassen. Jedenfalls war das kein echter Betrüss für 6.500 Euro. Woher willst du das denn wissen? Du trinkst ja gar keinen Wein. Aber ich kaufe ihn, Daniel. Und ich verkaufe ihn dann irgendwann weiter. Aber die von der Weinbruderschaft, die haben ihn doch auch alle blind erkannt. Ja, wahrscheinlich haben sie genauso viel Ahnung vom Wein wie ich. Sonst hätten sie ihn als Fälschung erkannt. Ja, und was will denn jetzt die Polizei von dir? Du bist doch ein Opfer von den Typen. Ja. Und nein. Ich habe die restlichen 16 Flaschen vor 3 Wochen an einen Chinesen weiterverkauft. Am Tag von Nikos Weinprobe. Und warum? Ja, normalerweise werden solche Weine nie geöffnet. Die werden rein als Wertanlage gehandelt. Aber dann musstet ihr ja mit eurer scheiß Weinprobe kommen. Und dass diese Pfeifen von der Weinbruderschaft für einen echten Betrüss halten, wer konnte das ahnen? Diese sogenannten Connoisseurs. Bei der ersten Flasche war es ja noch verständlich, die mit dem Korken. Fälscher geben oft absichtlich Korkschnipsel rein, damit man ihnen nicht auf die Schliche kommt. Aber spätestens bei der zweiten Flasche hätten die Alarmglocken schrillen müssen. Diese Weinbrüder sind alles Pfeifen. Ja, sag ich ja. Narzissten mit Minderwertigkeitskomplex. Ich habe meine 16 Flaschen völlig umsonst verkauft. Was glaubst du, wie die noch in Wert gestiegen wären? Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass sie nichts wert sind. Ja, aber nicht für einen Käufer, der das nicht weiß, wie meinen Chinesen. Du hast einem Chinesen diese 16 Flaschen als echten Petrus verkauft, obwohl du wusstest, dass sie gefälscht waren. Naja, ich weiß es doch selber erst seit ein paar Monaten. Kein Wunder, dass die Polizei hinter dir her ist. 144.000 Euro, Daniel! Und wenn ihr mich nicht erpresst hättet, dann wäre ich jetzt nicht in dieser beschissenen Lage. Dann hätte ich meinen gefälschten Petrus noch. Dann hätte ich einfach gewartet, bis Gras über die Sache mit Rudi Königermann gewachsen wäre. Und dann, nach ein paar Jahren, hätte ich sie weiterverkauft. Halt. Und zwar fürs Dreifache, meine Liebe! Fürs Dreifache! Du sagst, du weißt das schon seit 3 Monaten. Heißt das, du hast mich damals, in dieser einen Nacht, von meinem eigenen Mann, für eine Flasche Fusel gekauft! So darf man das nicht sehen, Daniel! Nicht als Geschäftsmann! Ja, in Wahrheit war er 10 Dollar wert. Aber potenziell immer noch seine 6.500. Falsch! Sogar 9.000, wie man an einem Chinesen sieht. Nur hat er leider die Etiketten prüfen lassen und die waren gefälscht. Du bist echt das Letzte! Bisher dachte ich, Nico sei das Letzte. Aber du toppst ihn noch. Nico! Ja, wer ruft mich? Ah! Oh, hallo Roman. Du auch hier? Schön, dich zu sehen. Na? Alles okay? Macht sich gut im neuen Job, wa? Unsere Danielle, wa? Was ist los? Ist was passiert? Schau mal. Hier, meine Ernennungsurkunde. Ich bin alleine dir zu verdanken. Schön. Ah! Ich brauche jetzt einen Wodka. Was hast du denn? Ah, apropos Roman, wegen dieser einen Sache, da wir können über alles reden, ja? Es ist sicher kein Problem. Nein. Prost! Was hast du denn zu ihm gesagt? Waage! Waage! Waage? Was meinst du damit? Waage! Ah, hier. Ah, ich denke, das ist für dich. Für mich? Ja. Hallo, Dr. Schneider hier. Wer? Ja. Ja. Thank you.
Mediziner? Wo hat sie denn den gekauft? Greta 1993. Gott, ist hier noch von unserem ersten Urlaub. Haben wir das Meer damals je gesehen? Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein, jawohl, Setaki. Und die Altvertrauten, die das schenkt, noch mal ein. Denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Oh, du hier? Seid ihr jetzt zusammen, oder was? Spinnst? Ich bring das Handy von der Partei. Aber ich kann später auch noch kommen. Haben sie dich wirklich rausgeschmissen, hm? Ja, und? Das Handy gehört trotzdem Ihnen. Ich muss nicht noch wegen Diebstahl drankommen. Es reicht schon Betrug. Wenn du Mitleid suchst, klingel bei den Nachbarn. Ja, was ist denn mit deiner Uhr? Du bist so ein Arschloch. Sie haben sie eingezogen. Ich wurde lebenslang gesperrt. Auch wegen Betrug. Sie glauben nämlich, ihr hättet diese Sache mit dem Bein und allem gewusst und wir beide stecken unter einer Decke. Und Daniel weigert sich, Ihnen das Gegenteil zu sagen. Naja, dann müssten konsequenterweise alle Ihre Urkunden abgeben. Hat er schließlich kein einziger gemerkt, dass das kein echter Betrug war. Weißt du, was mich am meisten aufregt? Dass du uns betrogen hast. Daniel und mich. Sagst du ausgerechnet du? Ja, weil das war alles, bevor wir dich erpresst haben. Ja. Und Ihre Pressekonferenz? Die hat sie oscarreif hingekriegt. Das geheime Doppelleben des Dr. Roman Schneider, aufgedeckt von seiner Pressesprecherin. Daniel Oberhauser. Für Offenheit, Transparenz und eine ehrliche Politik. Vielleicht kannst du ja bei den Grünen kandidieren. Die sehen das mit Ehe und Moral etwas entspannter. Mich wundert, dass du das so locker nimmst. Weil immerhin, wir stehen beide da wie die Oberschweine. Und sie hätte dich nicht auch noch bei der Weinbruderschaft verpfeifen müssen. Die wären nie im Leben draufgekommen, dass der Wein von mir war. Das verstehst du nicht, Roman. Du warst nie verheiratet. Mit Daniel bin ich quitt. Aber du, du schuldest mir noch was. Ach nein. Ja, und das wäre... Was hättest du denn gerne? Such dir was Schönes aus. Ich bin als Politiker tot und als Geschäftsmann ruiniert. Du hast immer noch deine Weine und du schuldest mir einen Petrus. Bravo! Fangen wir wieder von vorne an. Roman, ich habe dir meine Frau für eine Nacht überlassen. Ich habe keinen Petrus mehr. Warum? Ich habe eigentlich nie einen gehabt. Aber dafür eine Margot oder eine Lafitte oder eine Motorrad-Zilt. Weißt du was? Leck mich! Sauf den griechischen Fusel da! Weißt du was? Ich hau dir meinen griechischen Fusel gleich über deine Schädel. Ach so? Ja. Wirklich? Na los! Na, ich mach's! Ja, komm! Ja, ich mach's wirklich! Ja, komm! Ja, komm, deine Schädel! Ja, mach ich! Was ist für eine Sau? Die ist viel zu schad für dich, du Arschloch. Ja, sag ich ja. Feige Sau. Selber feige Sau. Oh. Hauptsache kein Lehrer! Oh, Hauptsache kein Geldsack! Ja? Der seine Frauen kaufen muss! Oder glaubst du, dann her hätte irgendwas anderes von dir gewollt als deine beschissene Kohle? Weiß ich von dir und deiner Oberflächlichkeit angewidert war! Und deinem Säureintellekt! Die war sexuell förmlich ausgehungert! Ich musste sie wiederbeleben! Ah.
dagegen hätte, wenn ihr euch umbringt. Aber können wir vorher noch das Geschäftliche erledigen? Handy. Warte, bitte warte. Schau, was ich gefunden habe. Greta 93, erinnerst du dich? Daniel, das mit dem Wiederbeleben habe ich nur wegen ihm gesagt. Weil er mich so provoziert hat. Daniel, warte, bitte, warte! Du hast uns doch beide schon ruiniert. Völlig zu Recht, wie ich finde. Vollkommen zu Recht. Gell, Nico? Das habe ich dir gerade gesagt. Wir sind doch Freunde, oder? Genau, und irgendwann muss unter Freunden auch wieder gut sein. Weißt du, was das Einzige ist, was dich rettet? Mein Geld? Nein. Dass du ihm deine erste Flasche gegeben hast. Da konntest du ja nicht wissen, dass sie korkt. Du hast damit riskiert, dass alle 18 Flaschen als Fälschung aufliegen. Letztlich hast du 18 mal 6.500 Euro aufs Spiel gesetzt für eine Nacht mit mir. Weißt du, was das Einzige ist, was dich rettet? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dass du mich früher mal genauso geliebt hast wie heute deinen Wein. Und ja, wahrscheinlich bin ich wirklich nicht ganz unschuldig daran, was aus uns beiden geworden ist. Also, 50-50 und wir verzichten auf teure Anwälte. Also ich finde, darauf könnten wir den Latour aufreißen, oder? Was meint ihr? Keine von deinen, Daniel. Ja, eine von meinen. Ha? Was sagt ihr? Hm? Ein Latour-Chow? Oder wie wir es ja gerne sagen, ein Latour-Chi? Wow! Definitiv kein Korken! Und der ist zu 100% echt. Roman, die Bauchriemen. Also dann, Santé! Auf unsere Freundschaft. Mhm. Klar, auf unsere Freundschaft. Tut mir leid, Jungs. Ich habe noch einen Termin. Ich wurde gestern Abend an deiner Stelle in den Parteivorstand gewählt. Oh. Gratuliere. Meine Pressekonferenz hat scheinbar Eindruck gemacht. Also, Jungs. Wir sehen uns dann beim nächsten Klassentreffen. Wieso noch einen? 100 Euro das Glas. Wie würdest du den beschreiben? Keine Ahnung, ich trinke keinen Wein. Versuch's doch mal. Irgendwie schmeckt's nach Beeren. Obwohl's Trauben sind. Was für Beeren? Brombeeren? Na? Eher nach Kirschen. In einer zarten Kirsche von Brombeeren und Kirschen. Na ja, was sagst du? Du hättest das Zeug zum Weinkenner gehabt. Bitte, wer glaubt, was auf Etiketten steht? Wahrscheinlich ist das Brombeersaft. Und ein bisschen Kirschlikör. Komm schon, du Anleger, weg mit dem Zeug. Ich hab noch mehr davon. Ja, und ich bring morgen einen Magot mit. Ja. Und dann machen wir einen Glühwein draus. Sehr gut, ich hab Teebeutel. Oh.